Also wenn wir Glück haben und der Ölpreis nicht weiter steigt, werden wir tatsächlich eine Abflachung bekommen. Aber im Jahresdurchschnitt wird die Inflationsrate 2022 bei rund 6% sein. Also aus meiner Sicht keinen. Keinen in dem Sinne von, dass sie endlich handeln muss. Aber die EZB hat die ganze Zeit ja noch so getan, als könnte sie vielleicht noch ein bisschen warten oder vielleicht. Also aus meiner Sicht muss die EZB die Zinsen erhöhen und sie muss signalisieren, dass sie etwas gegen die Inflation tut. Also sie muss die Erwartungen stabilisieren. Und das geht nur, wenn sie zeigt, dass sie auch die andere Richtung kann, nämlich Zinsen erhöhen. Nein, die FED hat auch sehr lange gezögert. Also die Inflationsraten steigen ja schon seit mehr als 2 Jahren sehr, sehr stark an. Also das war absehbar. Und es gibt Notenbanken in der Welt, Osteuropa zum Beispiel, die haben schon Mitte letzten Jahres angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Also auch die FED hat ignoriert, dass da ein Inflationstrend im Kommen ist. Und die Bank of England hat dann im Dezember letzten Jahres angefangen. Und die FED ist dann im März wach geworden. Und jetzt ist sie gerade tierisch erschrocken und wird jetzt vermutlich den Pfad auch noch beschleunigen. Es steht und hängt alles davon ab, wie China sich in Zukunft ausrichten wird. Wird China als oberste Maxime haben, wir können alles, wir können auch Corona im Griff haben, dann wird die Null-Covid-Strategie über allem liegen. Und China ist ganz wichtig, also insbesondere natürlich auch für Deutschland, einer unserer wichtigsten Handelspartner. Aber wenn die Null-Covid-Strategie in China fortgesetzt wird, bleiben die Containerschiffe im Hafen liegen und dann bleiben die Lieferkettenprobleme. Also wir hängen da an China und so einfach ist das nicht zu substituieren durch andere Länder. Ich fange mal mit statistischem Klein-Klein an. Wir haben einen statistischen Überhang von etwa 1%. Selbst wenn wir in diesem Jahr kein Wachstum mehr hätten in jedem Quartal, hätten wir eine Wachstumsrate von 1%. Das heißt, wenn wir nur ein klein bisschen Wachstum haben, kommen wir schon über die 1%, vielleicht sogar auch deutlich über die 1%. Das heißt aber nicht, dass wir richtig dynamisches Wachstum haben. Und dann kommen wir ganz schnell zu der Frage zurück, können die Lieferkettenprobleme gelöst werden? Bekommt man die Materialien, die man braucht? Und haben wir keine Einschränkungen mehr? Was im Sommer eher der Fall sein sollte, aber die Risiken sind weiter hoch.